Der Kaiserdom zu Speyer, die größte erhaltene romanische Kirche der Welt. Ganz in der Nähe das Finanzamt von Speyer. Das ist zwar nicht ganz so berühmt, aber für das Bundesland Rheinland-Pfalz auch sehr wichtig. Es bringt immerhin 800 Millionen Euro im Jahr ein. Frau Schmidt, haben Sie die Mahnungen schon fertig gemacht für morgen? Ja, schon fertig. Ja, wie viel waren das? Das waren ganz klar 120. Sie müssen die Steuererklärungen prüfen, denn nicht selten wird getrickst. Steuerhinterziehung gilt vielen als Kavaliersdelikt. Der Computer schlägt Alarm, wenn die Zahlen nicht stimmig sind. Besser nicht krank werden, denn immer mehr Beamte gehen in Pension. Nachwuchs fehlt und jeder Mitarbeiter muss 100 Fälle pro Woche schaffen. Diese Richtlinie hat der Bearbeiter und an die muss er sich halten, denn der nächste Veranlagungszeitraum kommt bestimmt und er holt ihn dann entsprechend ein. Eine Autostunde entfernt, die Innenstadt von Kaiserslautern. So wie hier wird derzeit in vielen Städten gebuddelt, Straßen erneuert, die Infrastruktur modernisiert. Das kostet Staat und Kommunen viel Geld. Und deshalb kann Thorsten Schlick von der Deutschen Steuergewerkschaft nicht verstehen, warum bei den Finanzämtern bundesweit gespart wird. Wir brauchen dringend mehr Personal. Ich nenne mal hier nach unseren Berechnungen die Zahl 15.000, die wir bräuchten an Personal, um unseren Aufgaben auch gerecht zu werden. Gerade im Bereich der Umsatzsteuer gehen uns 30 Milliarden Euro im Jahr flöten. Und ich denke, das kann sich kein Staat auf dieser Welt leisten. Mehr Steuerprüfer könnten auch mehr Fälle von Steuerbetrug aufdecken, so die Rechnung. Im Finanzamt von Speyer wiegelt man ab. Das heißt ja nicht, dass wir mehr Personal haben, dass entsprechend mehr Steueraufkommen dadurch erreicht werden kann. Denn es gibt natürlich auch steuerehrliche Bürger in unserer Bevölkerung, sodass wir nicht sagen können, dass mehr Personal zeitgleich auch mehr Steueraufkommen bedeutet. Bei ehrlichen Bürgern sei eben nichts zu holen mit noch so viel Aufwand. Und von denen gäbe es ja auch nicht wenige, so die Überlegung. Der zuständige Staatssekretär kommt regelmäßig vorbei. Straffere Abläufe sollen die Personalnot lindern. Die Landesregierung wirbt sogar für einen kompletten Kurswechsel. Der Bürger soll seine Steuerschuld selbst ausrechnen. Diese Selbstveranlagung ist zum Beispiel in Großbritannien schon lange üblich. Wir würden dem Bürger mehr Verantwortung geben, auch mehr Vertrauen geben und uns darauf konzentrieren, die Fälle uns anzuschauen, die besonders schwierig sind, komplex sind und natürlich stichprobenartig auch schauen, dass wir nicht beschummelt werden. Doch erst einmal kommt es auf Sie an. Frisch gebackene Finanzwirte, gesucht wie die Nadel im Heuhaufen. 3 Jahre haben Sie gebüffelt und noch können Sie sich für jede neue Steuervorschrift begeistern. Also das Steuerrecht ist auf jeden Fall sehr vielseitig. Man muss sich immer weiterbilden. Es gibt immer Gesetzesneuerungen. Und so lernt man immer neue Dinge kennen. Und ich finde es sehr abwechslungsreich. Und Sie sind hungrig, träumen von dem großen Fisch, der Ihnen ins Netz geht. Mit Sicherheit ein Anreiz, klar. Dass man aber auch natürlich vor dem Hintergrund der Gerechtigkeit und Gleichmäßigkeit eben überall gleichmäßige Besteuerung sicherstellen kann. Das ist, denke ich, das Primärziel. Am Ende geht es nicht um maximale Einnahmen, sondern darum, dass jeder die Steuern zahlt, die er zahlen muss.